sehr wohl unser Bemühen, transparent mit Informationen unsere Mitglieder auch zu informieren, wo der Verein steht, vor allem in dieser sehr, sehr schwierigen Zeit. Zu meiner Rechten sitzt unser mittlerweile allseits bekannter Insolvenzverwalter, der Marc Herbert, der sich in den letzten Tagen und Wochen intensiv für den Verein engagiert hat, eingesetzt hat. Wir haben einige Termine zusammen wahrgenommen, sind am Kämpfen, haben die Ärmel hochgekrempelt und ja, wie sich so die Quote innerhalb der letzten Tage verändert hat, von 20 zu 80, vielleicht zu einer neuen Quote, das kann er Ihnen gleich selbst sagen. Ich glaube, es gibt Licht und Schatten zu verkünden. Licht insofern, dass wir, glaube ich, schon sehr, sehr weit gekommen sind, aber vielleicht noch nicht so ganz 100% es geschafft haben. Sie wissen alle, die Käferaktion hat eine ganze Menge in die Kasse gespült. Auf der anderen Seite haben wir das Glück gehabt, dass für Ihren Rasen, für den Kunstrasenplatz, ein Zuschuss noch nicht abgerufen worden ist, der aber schon budgetiert war, mit anderen Worten, der abrufbar war und dann dieses Geld wird auch fließen. Das ist also ein wirklich erheblicher Betrag. Das heißt also, wir können jetzt schon sagen, wir haben eine wirklich nennenswerte Insolvenzmasse zur Verfügung und müssen jetzt in die Verhandlungen mit allen Gläubigern einsteigen. Wir werden das jetzt versuchen, bestmöglich zu lösen. Das heißt aber auch, dass wir, sagen wir mal, sicherer sein könnten, wenn wir es noch schaffen, in den verbleibenden 2-3 Wochen 30.000 bis 40.000 Euro einzusammeln. Und ich bin mir auch sehr sicher, wenn wir diese 30.000, 40.000 Euro noch einsammeln, dann würde ich mich heute so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, die Quote ist nicht mehr 20-80, sondern ist sie 80-20. Das heißt also, es gilt, den eingeschlagenen Weg weiter fortzusetzen, weiter zu kämpfen, diese verbleibenden Wochen jetzt zu nutzen. Sie sehen, dass der Vorstand sehr umtriebig war in der vergangenen Zeit und hier wirklich einen nennenswerten Betrag auf die Beine gestellt hat. Insolvenzrechtlich ist der Stichtag der 31.07. Bis dahin muss die Sache entschieden sein in die eine oder andere Richtung. Sportlich betrachtet, wissen Sie ja alle, ist der 30.06. ein ganz entscheidender Tag, weil dann die Saison endet. Und das bedeutet, am 30.06., wenn das Insolvenzverfahren nicht eröffnet ist, was sicher so sein wird, sind Sie auch sicher nicht abgestiegen. Also das ist gewiss. Allerdings, wenn dann die Insolvenzeröffnung ein bisschen später kommt, also theoretisch dann am 1.08., hätte das zur Konsequenz, dass die Borussia in der nächsten Saison zwar Oberliga spielen würde, aber diese Punkte nicht gezählt würden. Das heißt also, die Zielsetzung muss sein, dass wir am 31.07. eben ohne Insolvenzeröffnung rauskommen. Das heißt also, dass der Vorstand guten Gewissens sagen kann, ich nehme den Insolvenzantrag zurück. Was er tun kann, außerhalb des eröffneten Verfahrens, also bis zur Eröffnung, kann er jederzeit zurücknehmen. Aber das kann man ihm natürlich nur empfehlen, wenn der Insolvenzgrund beseitigt ist. Diese Zahlungsunfähigkeit, die wird eben dadurch beseitigt, dass wir mit den Gläubigern diesen Vergleich machen. Es ist so, wenn Sie ihn früher beantragen, führt das dazu, dass er in einem gewissen Anteil gekürzt wird. Also für jedes Jahr, den Sie diesen Zuschuss beantragen vor 2018, wird der Zuschuss jährlich um 1.800 Euro gekürzt. Deshalb kann man im Grunde nicht sagen, es war jetzt gut oder schlecht. Für uns war es jetzt gut, dass er noch nicht beantragt wurde. Dadurch, dass wir ihn jetzt beantragen, wird es eben rund 4.500 Euro weniger sein, als wenn man bis 2018 gewartet hat. Viele von Ihnen haben in der Vergangenheit, in den vergangenen Tagen, in Eigenarbeit etwas hier am Stadion geschafft. Und solche Leistungen sind auch zuschussfähig. Und deshalb ist es durchaus realistisch und auch berechtigt und keine Ungleichbehandlung zu anderen Vereinen, wenn man sagt, diese Eigenleistung, die andere Vereine auch als Zuschuss bekommen haben, die kriegt auch die Borussia. Und da reden wir dann über einen Betrag von 20.000, 25.000 Euro. Und das könnte natürlich schon helfen. Das hängt ja entscheidend davon ab, dass sich die Beteiligten, also Stadt, KIW, Bank, also da sind ja mehrere Akteure im Spiel, dass die sich schnell verständigen und dann sagen, das machen wir jetzt.
Ich meine, Sie müssen einfach mal sehen, eine Stadt wie Neunkirchen hat einen städtischen Etat von, sagen wir mal, rund 100 Millionen Euro. Sodass ich meine, ein Betrag in dieser Größenordnung sollte irgendwie, wenn alle sich jetzt mal einig sind und sagen, Mensch, der Verein, der hat jetzt viel gemacht, viel aus eigener Kraft geschafft, jetzt gerade noch das, was fehlt, oben drauflegen, zumal es ja nicht Zuschuss ist, der nicht mehr zurückkommt, sondern es wird ja über die Jahre zurückgeführt. Es gibt keine klare Aussage, wir machen das oder wir machen es nicht. Ich würde sagen, wir sind immer noch in dem Stadium, wir prüfen wohlwollend. Aber wichtig wäre, dass jetzt schnell geprüft wird.